Die Idee eines Klons von Luke Skywalker, der von seiner abgetrennten Hand abstammte, ist in der Star Wars Welt fest verankert, seitdem der Luke-Klon namens Luke mit Doppel-U geschrieben in Timothy Zahns Throne-Trilogie das erste Mal das Universum erblickte. Aber bei einem Luke Skywalker-Klon ist es nicht geblieben. Seitdem kursieren viele weitere Luke-Klon-Theorien in der Fangemeinde, aber auch einige offizielle Hinweise auf einen solchen Klon. Darunter auch ein Detail, das die Existenz eines Bösewichts aus der Sequel-Trilogie erklärt. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt hier im Video. In Ausgabe 43 der aktuellen Star Wars Comic-Reihe ist Luke Skywalker auf metaphysische Weise in einen roten Kyberkristall gereist und wird von der empfindungsfähigen Erinnerung des Sith, der den Kristall ursprünglich ausblutete, gefangen gehalten. Während Luke seine Essenz bereitwillig in ein Objekt der konzentrierten dunklen Seite wirft, um es zu heilen, versucht der Sith im Inneren des Kristalls, Luke auf seine Art und Weise auf die dunkle Seite der Macht zu bekehren, und es gelingt ihm beinahe. Während Luke auf seiner metaphysischen Reise in einer Gefängniszelle gefangen war, wird er von diesem mysteriösen Sith zur dunklen Seite verführt, der ihm erklärt, dass der Schmerz eines Menschen eine Quelle immenser Macht innerhalb der Macht sein kann. Der Sith zeigte dann auf Lukes fehlende Hand und sagte, dass der Schmerz über den Verlust dieser Hand ihn immer begleiten wird. Warum sollte man diesen Schmerz also nicht anzapfen? Der Sith lässt Luke über diesen Gedanken nachdenken, woraufhin Luke auf seine fehlende Hand hinunterblickt, seine Augen fest schließt und die Zellentür mit der Macht aus den Angeln hebt. Hierzu habe ich vor kurzem ein entsprechendes Video gemacht, ihr findet es am Ende in der Endcard. Als Vader in Ausgabe 11 der Darth Vader Comic-Reihe nach Exegol reiste, ging er durch das Klonlabor von Imperator Palpatine, wo er auf unvollkommene Prototyp-Klone traf, aus denen später Snoke werden sollte. In diesem Labor stieß Vader auch auf die abgetrennte Hand von Luke Skywalker, die in einem durchsichtigen Zylinder schwebte. Daraus ließ sich nur folgender Schluss herleiten. Palpatine hat Lukes abgetrennte Hand dazu benutzt, um seine Snoke-Klone und schließlich einen Klon für sich selbst zu erschaffen. Alles in allem ergibt das sogar Sinn. Inspiriert von Jorro Sabayos Bemühungen in Legends, einen Klon von Luke zu erschaffen, hat der aktuelle Kanon offenbar beschlossen, Palpatine für die Herstellung eines Klons auf Basis von Luke Skywalkers Hand verantwortlich zu machen. Nur anstatt einen Luke-Klon wie in Legends wurde hier eben Snoke bzw. Palpatine erschaffen. Luke Skywalker hat sich in Ausgabe 43 scheinbar zumindest zu Teilen der dunklen Seite zugewandt, was nur durch den Schmerz über den Verlust seiner Hand möglich wurde. Das bedeutet, dass Lukes fehlende Hand mehr als nur eine Probe seiner DNA war, die Palpatine zur Verfügung stand, sondern ein Überbleibsel der einen Verletzung, die ihn ein Stück zur dunklen Seite trieb. Wenn Snoke also ein Klon von Luke Skywalker war, der aus seiner abgetrennten Hand hervorging, dann wäre er die lebende Verkörperung von Lukes Verderbnis auf der dunklen Seite, was die Tatsache, dass Luke Ben Solo an Snoke verloren hat, viel einschneidender machen würde als ursprünglich geplant. Auf diese Weise versucht man zwar den gesamten Plot um Snoke und Palpatine etwas logischer zu machen, jedoch nur über Comics, die vermutlich aber kaum jemand lesen wird. Und wenn ihr jetzt noch mehr über Lukes Reise zur dunklen Seite der Macht erfahren wollt, dann klickt ihr gleich links auf das entsprechende Video. Ansonsten wären wir jetzt auch wieder am Ende des Videos angekommen. Wie immer hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und hinterlasst mir einen Daumen nach oben. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.